Moment, warte, was? Das ist zu tief gesetzt, Leute. Wenn wir da runterkommen, glaubt das Spiel, wir sind ins Nichts gefallen, weil wir zu tief sind. Und hat uns zum Anfang teleportiert. Oh nein. Die ist schon kaputt? Das ist schlecht. Doch sicher auch noch irgendwo eine, die ganz ist. Ja. Okay. Ganz viele Runen haben wir mittlerweile. Und auch Fackeln wieder. Irgendeiner da unten greift uns halt an. Okay, wir gehen nochmal da runter. Und diesmal tauchen wir halt nicht. Wir wissen, wir dürfen nicht tauchen. Dann machen wir es halt nicht. Ich sehe hier nirgendwo einen Gegner. Okay, hat uns aus den Augen verloren. Da ist der versteckt. Das hat sich gerade nicht sehr toll angehört, was diese Geräusche. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich dass ich die letzte Schneeblume getötet habe. Irgendein Wassermonster freigelassen hat. Ja, benutzen mal den Bucky, Leute. So. Der Spawnpunkt ist anscheinend da auf dem Ding drauf. So, die Waffe ist noch ganz. Dann nehmen wir lieber die. Okay. Dann sind wir hier trotzdem noch nicht fertig, Leute. Denn... Drachenkamm. Okay. Das ist dann wahrscheinlich hier oben. Hier geht es ja noch weiter. Ach nee. Da würde es also doch nach unten gehen. Drachenkamm, Tür. Seht ihr, Leute? Da ist das Wasser, in dem wir gerade noch geschwommen sind. Interessant. Okay, also hier würde es nach Drachenkamm gehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Erkunden wir erstmal hier weiter. Hier geht es zurück in den unterirdischen Fluss. Das heißt, ich bin dann wieder hier. Genau. Schön. Dann gehen wir jetzt nach Drachenkamm, ja? Wahrscheinlich, das hört sich so toll an, Leute. Entweder ist hier absolut gar nichts und der Name ist nicht Programm. Oder vielleicht sollte ich mal rasten, bis geheilt. Oder, da kommt gleich eh wieder die Meldung, ich darf hier nicht rein. Schön! Leute, ich bin hier in den Dungeon rein und hier wieder raus.
Okay, Leute, ich glaube, man soll eigentlich. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Jetzt ist dann noch einer. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, dass man hier hochkommt von außen. Deswegen würde ich hier jetzt erstmal noch weiter erkunden. Das sieht auch unglaublich hoch aus hier. Aber da unten ist ein Weg hoch, hier runter. Okay, Leute, wir lassen das. Wir erkunden hier nicht weiter. Wir töten aber alle, die uns gesehen haben. Ich glaube, wir werden ganz schön viele töten. Okay. Ich glaube, er ist gerade den Berg runtergefallen, Leute. Vielleicht hätte ich ihn einfach erschießen sollen. Wir gehen einfach rein. Okay, also wir merken uns, das hier ist fertig, Leute. Und wir müssen hier nie wieder rein. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist all das Zeug hier nehmen. Reparieren kann ich leider nichts. Ich hatte auch die Diamanten uns abgelegt, Leute. Die sind im Holz drin. Die sind jetzt echt im Holz drin. Ich wiege zu viel. Okay. Speichern, nochmal kurz hier rein. Wo sind meine Diamanten? Ach, Moment mal. Die hatte ich ja gar nicht hier abgelegt. Die hatte ich ja davor abgelegt. Okay. Stimmt ja, da war ja was. Dann bringen wir das jetzt alles hier nach vorne. Da hatte ich ja die Diamanten abgelegt. Stimmt ja. Da war was, Leute. Hier liegen sie. Hab ich ganz vergessen. Hehe. So, eine davon wird abgelegt, die andere rüsten wir nachher aus. Nein, wir rüsten sie jetzt aus. Jetzt wiege ich plötzlich 126 Kilo. Na egal. Vielleicht werden wir tatsächlich irgendwann krank, Leute, oder vergiftet oder sonst was, dann von einer Krankheit befallen, dann missbräuchten wir das tatsächlich. Okay, lassen wir also mal. Warum ich jetzt schon wieder mehr Kilo wiege, weiß ich nicht. Habe ich wirklich ein paar Runen bekommen nochmal? Aber es sind 3 Kilo mehr. Also wären das 6 Runen. So viele mehr habe ich ja nicht bekommen. Ah, Moment mal. 3 Kilo mehr. Ich habe eine Fackel bekommen, bestimmt.
Na, knapp. Okay, da ich sowieso noch einmal laufen muss, ist das egal. Und ich mache einfach so. Und knapp. So. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich glaube, dass wir hier sehr, sehr, sehr oft Zeug hin und her schleppen werden müssen. Nach Hause. Sehr gut. So, wir haben alles, Leute. Weiter geht es dann mit dem unterirdischen See. Wir werden auch den unterirdischen See erst komplett erkunden, Leute, und dann nachsehen, wo wir als nächstes reingehen werden. Da gibt es ja den gefluteten Stollen. Aber den machen wir erst, wenn wir den unterirdischen See komplett fertig haben. Mal sehen, was es da noch alles gibt. So. Dann jetzt auf zum unterirdischen See. Denn sonst gab es hier nichts mehr, oder? Wir haben Erzminen, haben wir fertig. Da kamen wir her. Obere Minen sind egal. Ja, dann rein da. So, das hat mir noch nicht fertig erkundet. Also machen wir genau das jetzt. Okay. Gehen wir mal dahin. Da kommt man nicht einfach hoch. Sieht also so aus, als wäre hier eine Sackgasse. Ja, dann. Dann gibt es hier doch einiges für uns mitzunehmen. Da drin habe ich jetzt aber nichts gesehen. Und das hier hatte ich offenbar übersehen.
Hier gibt es auch wieder nichts. War wohl nur in dem kleinen Höhlengang. So, hier komme ich nicht weiter. Da war ich noch nicht. Und hier kommen wir da nicht weiter. Und da war da unten der geflutete Stollen. Außer dem Stollen ist aber scheinbar nichts. Okay, da gehen wir später hin. Das heißt nämlich, wir müssen jetzt hier weiter. Ich bin im unterirdischen See und hier ist wieder unterirdischer See. Okay, Leute. Dann bringen wir vorher das Zeug, das wir haben, nach hinten. Und wir wissen ja, dass der geflutete Stollen, den können wir eigentlich auch fertig machen. Dann machen wir den vielleicht vorher. Das heißt, wir bringen jetzt das Zeug zurück. Dann machen wir den gefluteten Stollen. Holen dort alles raus, was wir kriegen können. Bringen das hier drin dann auch zum Eingang zurück. Und dann machen wir da hinten den unterirdischen See. So, wir bringen das vielleicht hierher, wo wir einigermaßen gut sichtbar stehen. Ja, das kann einigermaßen gut funktionieren. Nein, es ist schlecht. Egal, wir müssen es ja direkt hier packen, wo wir da hinkommen. Also muss es hier sein. Sonst kann ich überlastet ja nicht nach draußen gehen. Bisschen schade, aber naja. So, und jetzt in den überfluteten Stollen. Geflutete sind Stollen. Ich bin... Okay, ich war... schon wieder oben. Da kriegen wir Luft. So, hier haben wir sonst nichts. Wir hatten ihn ja, glaube ich, komplett erkundet. Hier würde es hochgehen. Genau, und hier weiter zurück. Wir gehen mal hier entlang. Okay. So, hier würde es auch wieder hier runter gehen. Genau, dann bin ich im Kreis gelaufen. Das möchte ich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Aber hier war ja auch ein Kreis, glaube ich. Nein, war es nicht. Hier geht es zur oberen Mine. Und hier, da ist ja eine Falle gewesen. Und hier ist auch obere Mine. Wunderbar. Dann gehen wir wieder runter. Dann haben wir das nämlich durch. So, da ging es hoch, also müssen wir dahin zurück. Hier kriegen wir ein bisschen Luft. Aber sonst gibt es hier nichts. Genau, hier ist auch nichts. Und da kam ich her. Obere Mine. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Vielleicht kurz Luft holen.
So, dann hier unten ist nichts, glaube ich. Und da ist die obere Mine. Okay, dann gehen wir weiter. Hier entlang. Ein Fackelhalter. Obere Mine. Auch. Aber ich war hier ja schon überall. Also geht es hier weiter. Hier holen wir uns erstmal Luft. Bevor wir dann doch noch getötet werden. Beziehungsweise ertrinken, sterben. So, hier ist soweit nichts. Dann geht es hier weiter. Das ist ein Goblin, der ist wieder gespawnt. Den holen wir uns dann. Jetzt geht es erstmal hier weiter.